Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Im heutigen Video nehme ich dich mit auf eine der größten und schönsten Inseln Thailands. Und zwar geht es auf die Insel Koh Chang. Die ist schon relativ nah zu Kambodscha und tatsächlich gar nicht mal so touristisch, obwohl sie eine der größten Inseln ist. Das Problem ist allerdings, oder Anführungszeichen Problem ist, dass es hier keinen Flughafen direkt auf der Insel gibt. Das ist aber eigentlich umso besser, denn das heißt, man kann eigentlich nur mit dem Bus hierher reisen oder man fliegt eben nach Trat und fährt dann noch mit diesem Sammelbus hierher zum Pier. Und jetzt kann ich auch mal kurz umdrehen. Das ist die Insel, auf die es geht. Und die ist wirklich riesengroß. Da gibt es richtig viel zu entdecken. Wir werden dort jetzt bleiben für, ich glaube, 5 Nächte sind es. Also wir haben einiges vor und wir sind heute tatsächlich schon verdammt früh losgefahren in Bangkok. Wir sind um 4 Uhr morgens aufgestanden. Unser Mini-Bus ist dann, glaube ich, um 5.30 Uhr losgefahren. Von daher schauen wir mal, wie viel Programm wir heute wirklich machen. Ich schätze mal, wir lassen es etwas entspannter angehen. Aber ich werde auf alle Fälle die ersten Impressionen schon mal im heutigen Video von der Insel zeigen. Die Überfahrt zur Insel hat etwa 20 bis 30 Minuten gedauert, also relativ entspannt. Kostet, glaube ich, 80 Baht, wobei bei uns war das so ein Kombi-Ticket. Deswegen bin ich gar nicht ganz sicher, was es kostet, wenn man die Fähre separat bucht. Aber ich glaube, es sind 80 Baht. Und wenn ich jetzt hier die Kamera umdrehe, sieht man, dass es hier, ich glaube, da links gibt es ein paar Sammelbusse. Und von denen müssen wir dann nehmen zum Hotel. Ich glaube, die dürften so um die 100 Baht kosten. Also bis jetzt hat alles wirklich verdammt gut geklappt. Wir sind richtig schnell, deutlich früher als gedacht. Ich vermute daher, dass wir noch gar nicht einchecken können. Das hinter uns ist jetzt schon das Hotel. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir schon einchecken dürfen. Ansonsten suchen wir uns das zum Essen, denn der Magen knurrt inzwischen schon wieder. Wir haben heute früh, wo wir losgefahren sind, noch einen kleinen Snack gehabt. Aber wirklich viel haben wir natürlich nicht gegessen, morgens früh um 5. Das mit dem frühen Check-in hat alles geklappt. Und jetzt würde ich sagen, ist es mal Zeit für eine kleine Roomtour. Hier ist unser Badezimmer. Da hinten ist dann die Dusche, auch mit Warmwasser. Waschbecken, Toilette. Dann haben wir hier großes Bett. Das dürfte, glaube ich, 1,40 Meter sein. Kleinen Fernseher, aber ganz ehrlich, ich habe in Thailand noch nie Fernseher geschaut. Hier haben wir einen Kühlschrank, einen kleinen Schrank. Hier ist noch so ein Kleidergestell. Ja, da ist dann noch so ein kleiner Tisch, ein Hocker und ein Spiegel. Und das ist jetzt eigentlich mein Lieblingspart. Der Balkon mit, ja, Bergblick auf die Umgebung. Schaut richtig schön aus. Ich kann auch einmal ganz kurz noch in die andere Richtung schwenken. Da sind dann ein paar andere Zimmer und jetzt sieht man es in der Kamera leider nicht. Da hinten ist dann das Meer. Also für einen Aufpreis hätte es noch die Zimmer mit Meerblick gegeben. Also erster Eindruck ist ganz gut. Klimaanlage haben wir auch im Zimmer, habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ja, ich glaube, ich hüpfe mal kurz in die Dusche und dann suchen wir uns irgendwas Leckeres zum Essen in der Umgebung. Wir sind jetzt im Restaurant angekommen. Erstmal habe ich mir einen Wassermelonen-Smoothie bestellt. Und schaut euch mal die dunkle Farbe an. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass auch wirklich viel Frucht drin ist. Manchmal ist nur ein ganz bisschen drin, ganz viel Eis und viel Sirup. Aber das sehe ich schon an der Farbe. Man schmeckt das auch. Der ist ziemlich lecker. Hat es, glaube ich, 40 Baht gekostet. Und die Preise hier sind allgemein relativ günstig. Das ist jetzt Fried Rice Seafood. Muss man sich mal anschauen, wie viel Seafood da drin ist. Das hat 60 Baht gekostet. Und da haben wir uns hier noch so einen Kornsalat bestellt, also mit Mais. Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, vielleicht 40 Baht oder sowas. Also wirklich günstige Preise, vor allem wenn man bedenkt, dass wir auf einer Insel sind. Oft ist es da ja deutlich teurer. Und jetzt probiere ich mal. Und scharf ist es. Aber richtig lecker. Wie Papaya-Salat.
Aber mit Mais bin ich seit kurzem richtiger Fan von. Und als nächstes probiere ich jetzt mal einen Fried Rice. Schaut mal, wie viel Seafood hier ist. Also das ist echt, kann man mal so ein bisschen rauspicken. Manchmal ist da nur so ein ganz bisschen drin, aber allein hier oben ist schon alles voll mit Seafood. Und das ist richtig frisch, das Seafood, das schmeckt man. Manchmal ist dieser, wenn man den Tintenfisch isst, der so richtig zäh, da kaut man ewig drauf rum. Aber der ist verdammt gut. Und das für 60 Baht. Also wirklich top Empfehlung. Ich verlinke euch das Restaurant und ich werde jetzt das Essen genießen. Also das Restaurant war wirklich ein richtiger Glücksgriff. Das sind jetzt, glaube ich, 3 Fußminuten von unserem Hotel entfernt. Und eine Sache möchte ich euch dort noch zeigen, denn so wie ich es verstanden habe, haben wir mehr oder weniger direkten Strandzugang, beziehungsweise ist, glaube ich, mehr so eine kleine Bucht. Aber ich würde sagen, wir finden das am besten gemeinsam raus. Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es regnet hier auf einmal. Die Berge hinter mir sind mehr oder weniger verschwunden. Das ist das erste Mal seit Wochen, dass es wieder regnet. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann der letzte Regen in Bangkok war. Naja, bleibt uns nichts über, als abzuwarten und zu hoffen, dass es nur heute und nur jetzt ein bisschen regnet. Nicht, dass es die ganzen nächsten Tage regnet und unser Inselausflug ins Wasser fällt. Also der Regen hat inzwischen aufgehört. Allerdings haben wir das nächste Problem und zwar ist der Strom ausgefallen. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwo ein Baum umgefallen ist durch das Umwetter und auf die Stromleitung gefallen ist. Auf jeden Fall sitzen wir seit ungefähr, weiß nicht, eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden ohne Strom da. Und so langsam wird es abends. Ich fürchte, man wird heute leider keinen schönen Sonnenuntergang sehen. Dazu ist es zu bewölkt. Aber ich würde sagen, wir laufen mal die Stufen noch nach unten und schauen uns die kleine Bucht noch aus der Nähe an. Vielleicht kann ich dort ja noch ein paar schöne Aufnahmen machen. Also für 500 Thai Baht die Nacht haben wir, glaube ich, echt ein super Hotel gefunden. Ich meine, klar, es könnte immer ein bisschen luxuriöser sein, moderner. Wir haben jetzt keinen Pool, dafür haben wir eine Privatbucht. Und ich bin immer großer Fan davon, lieber man spart ein bisschen bei der Unterkunft, bleibt dafür aber 2-3 Nächte länger und schaut sich die Insel im Detail an, statt dass man in irgendeinem teuren Hotel ist, wo man dann die ganze Zeit im Hotel verbringt und gar nichts von der Insel sieht. Aber heute kann ich euch jetzt gar nicht mehr viel zeigen, dass leider schon dunkel wird. Von daher abonniert doch gerne den Kanal, denn die nächsten Tage oder morgen vielleicht schon, je nachdem wie schnell ich mit dem Bearbeiten bin, kommt dann der nächste Teil. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!